Ringer-Weltmeister Frank Stäbler wähnt sich 3 Monate nach seiner Corona-Infektion auf bestem Wege zurück zur alten Form. Nachdem er sich im Oktober mit dem Virus infiziert hatte, beklagte Stäbler zunächst einen Leistungseinbruch von rund 20%. Statt auf medikamentöse Behandlung setzte er in der Folge auf eine spezielle Atemtherapie. Der ganze Lungenapparat, die Lungenmuskulatur von der Lunge, die Bronchien werden freier, man kann mehr Sauerstoff transportieren und somit auch einfach den Körper besser versorgen. Wir machen viel Zwerchfellatmung, das ist die Power der Atmung, wie schnell man abrufen kann. Und ja, das im ganzen Paket macht einfach einen noch besseren Athleten. Bei einem kürzlich absolvierten Leistungstest im Olympiastützpunkt Heidelberg seien seine Lungenfunktionswerte wieder gut gewesen. Für den 31-Jährigen und Trainer Yassin Seiwasser ist klar, das Atemtraining hat einen großen Anteil daran. Wie viel ungenutzte Ressourcen man da hat, war mir nie so bewusst. Und ich bin überzeugt, dass ich auf dem Hinblick auf Olympia extrem viel nochmal rausholen kann. Es hat mir jetzt schon extrem stark geholfen. Den erfolgreichen Karriereabschluss hat Stäbler in Form der Olympischen Spiele in Tokio im Sommer bereits fest im Blick.